Einen flaschen guten Tag für euch und herzlich willkommen zu einem mal etwas anderen Video hier auf meinem Kanal. Erst war geplant, dass das Video, wenn überhaupt, auf dem Zweitkanal kommt. Jetzt ist es aber so gekommen, dass ich theoretisch, wenn ich ein Video hochladen möchte, das theoretisch auf dem Hauptkanal bringen muss. Denn warum, weshalb, wieso, das erzähle ich euch in dem Video hier nach und nach, wie was passiert ist, was denn bei mir alles gehackt wurde, ob überhaupt der Hacker irgendwas geschafft hat, von mir zu erbeuten. Deshalb würde ich sagen, fangen wir ganz am Anfang an, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist. Wie wurde ich denn überhaupt gehackt? Das Ganze begann am 7. Mai, denn ich bin gerade in der Planung für ein neues Griefer Games Videoformat. Und für dieses Videoformat habe ich halt eben ein Programm benötigt. Und dieses Programm gibt es in älteren Varianten kostenlos. Die neuen Varianten kosten alle Geld, beziehungsweise in einem Abo-Modus. Und ältere Versionen gibt es halt zum Testen mit nicht allen Funktionen kostenlos. Das Ganze wurde aber offiziell eingestellt. Deswegen habe ich eben im Internet gesucht, ob es noch Leute gibt, die das eben zur Verfügung stellen. Nach ewigem Hin und Her habe ich dann ein paar Seiten gefunden, die eben nicht ganz so funktioniert haben. Dann habe ich aber eine WinRAR-Datei gefunden, wo eine Datei drinne war. Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die zweite Methode, die ich ausprobiert hatte. Das Ganze war eine WinRAR-Datei mit Passwort. Das Passwort stand aber dabei, deswegen frage ich mich überhaupt, warum da ein Passwort drin war. Und dann habe ich die Datei, die angeblich dieses Programm sein sollte. Das war auch jetzt keine kleine Datei, also das war schon so groß, dass es wirklich dieses Programm hätte sein können. Dann habe ich dieses Programm, diese Datei gedoppelklickt und es ist nichts passiert. Das war schon der erste Moment, wo ich mir dachte, okay, habe ich mir aber jetzt noch nicht so große Gedanken gemacht. Habe ich gelöscht vom PC runtergegangen und weitergesucht. Jedoch wurde in dem Moment, wo ich diese Datei geöffnet habe, dieser Virus, wenn es ein richtiger Virus war, auf meinem PC installiert. Und zu diesem Doppelklick wurde ein Screenshot von all meinen Monitoren gemacht und an diesen Hacker, beziehungsweise an diese Hackerperson gesendet. 19.03 Uhr bekomme ich dann von meiner Google Mail in mein Gmail-Postfach und Google eine Mail, dass es einen Bestätigungscode gibt, den ich anscheinend irgendwo brauche, aber nicht auf Deutsch, sondern die ganze Nachricht war auf Russisch. Eine Minute später kam direkt eine Google Mail hinterher, verdächtige Aktivitäten in ihrem Konto. 2 Minuten später habe ich gesehen, ey, da ist ja eine Gmail-Adresse in meinem Postfach hinterlegt worden, die auch Zugriff hat. Habe ich direkt entfernt, deswegen konnte der Herr, denke ich mal, so gut wie gar nichts machen. Und dann war erstmal Ruhe. Am nächsten Tag war nichts, aber am 9. Mai fing es dann wieder an. Ich saß am Mittagstisch, das war 13.50 Uhr. Ich habe mir das auch alles hier, wie es eben hintereinander abgelaufen ist, notiert, damit ich hier so einen roten Faden habe. Am Mittagstisch bekomme ich dann eine Mail an meine private E-Mail-Adresse, also nicht an Gmail. Ich habe mehrere E-Mails. Und an diese Privat-E-Mail, wo mein Amazon-Konto mit verknüpft wird, bekomme ich eine E-Mail für die Bestellbestätigung für den Kauf eines digitalen Geschenkgutscheins im Wert von 100 Euro. Direkt in derselben Minute bekomme ich nochmal eine Mail von Amazon, dass die Zahlung abgelehnt wurde. Bedeutet, dieser Kauf wurde nicht getätigt. 3 Minuten später bin ich sofort, ich bin direkt am PC, Passwort geändert und Support kontaktiert. Das Ding ist aber, was auch ganz komisch war, diese Person hat diesen Geschenkgutschein über mein Konto geholt und nicht über die 80 Euro, die noch auf meinem Konto aufgeladen war. Das fand ich auch ein bisschen komisch, aber das wurde eh alles rückgängig gemacht, beziehungsweise erst gar nicht ausgeführt. Der Support hat auch dann direkt hilfsbereit geantwortet. Sowieso Amazon Support immer besser, habe ich nur gute Erfahrungen mitgemacht. Auf meinem Amazon Account war auch übrigens die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert, bedeutet aber natürlich nicht, dass diese Accounts dann nicht gehackt werden. Das ist in dem Fall so, dass wahrscheinlich irgendwelche Cookies, die ihr auch im Browser gespeichert habt, damit ihr euch automatisch anmelden könnt. Das habe ich bei manchen, wie zum Beispiel bei meinen Social Media Accounts, aber auch nicht bei allen, so wie zum Beispiel mein Bankkonto, PayPal etc. Da habe ich das eben nicht, aus Sicherheitsgründen. Da muss ich mich auch immer selber immer neu anmelden. Bei Amazon war das aber zum Beispiel der Fall, deswegen wird da irgendein Cookie sein, wo halt diese Anmeldedaten hinterlegt worden sind, damit ich immer ohne Zwei-Faktor und ohne Passwort reinkomme. Und die hat der Hacker dann wahrscheinlich genutzt,
an Amazon aber direkt gemerkt, dass das nicht ich bin und hat das dann direkt gesperrt. Support hat auch direkt geantwortet, geholfen, yo, hier wurde sowieso alles zurückerstattet, Passwort wurde auch zurückgesetzt, wir leiten das an unser Sicherheitsteam weiter und fertig. Seitdem auch nichts mehr auf Amazon passiert. Nächster Tag, 15.41 Uhr. Das ist nämlich jetzt einer der größeren Knackpunkte, warum auch überhaupt dieses Video hier erscheint. Und zwar wurde 15.41 Uhr ein Discord-Kauf belegt für Nitro, ein Gift im Wert von 101,40 Euro mir geschickt per Mail. Was aber auch ganz kurios ist, denn 3 Minuten später bekomme ich von PayPal eine Warnmail. Potenziell ungewöhnliche Aktivitäten. Merken, ganz wichtig für später. Darauf tue ich den Discord-Support kontaktieren. Erst antwortet ein Mitarbeiter, dann jedoch nur noch Clyde. Das ist dieser automatische Bot vom Ticketsystem. Warum habe ich überhaupt den Discord-Support kontaktiert und nicht direkt über PayPal gesagt? Jo, das war ich nicht. Wenn man das macht, kommen wir gleich zu. Man soll von Discord, gibt es auch eine Meldung bzw. eine Mitteilung, was da steht. Man soll den Discord-Support kontaktieren. Und warum? Das zeige ich euch gleich. Ich habe dann erstmal mit der Discord-Mitarbeiterin ein, zwei Mail-Austausche gemacht und dann hatte nur noch dieser Clyde-Bot geantwortet. Da stand halt drin, yo, habe ich soll schreiben, dass ich das nicht von dieser E-Mail an diesem Tag nicht gemacht habe, diese Bezahlung getätigt habe. Dann stand halt, dieser Prozess wird jetzt für dich eingeleitet und fertig. Mehr kam dann erstmal nicht. Am nächsten Tag, also am 11. Mai, bemerke ich, dass am 10. Mai, also einen Tag davor, auf meinem Haupt der Teddybär YT Twitter Account irgend so ein Krypto-Post, wahrscheinlich ein Krypto-Scam-Post, getätigt wurde. Der war, glaube ich, 12, 19 Stunden davor. Ich blende euch hier mal ein Screen ein. Und ebenfalls auf meinem Teddy Games Net Twitter Account. Das ist halt von meinem Minecraft-Server, der aktuell immer noch nicht on ist, weil wir noch Developer suchen. Soll so ein ganz kleiner Minigame-Server werden, nichts Großes. Und dort wurde eben auch nochmal ein Krypto-Post getätigt. Warum habe ich das überhaupt erst einen Tag später bemerkt? Ich habe keine Mail bekommen, dass sich irgendjemand auf mein Konto angemeldet habe. Zusätzlich bin ich auf Twitter so sehr gar nicht bis nur sehr, sehr wenig aktiv. Ah, okay, Passwort geändert, 2-Faktor nochmal. Und dann am nächsten Tag erstmal wieder nichts passiert. Aber am 13. Am 13. Mai kam dann Instagram dran. Und das ist nämlich jetzt auch wieder so eine komische Sache. Um 1 Uhr nachts wird ein Krypto-Post auf meinem Instagram-Account über den Radio Mix-Account gemacht. Die Leute, die nicht wissen, was jetzt Radio Mix ist, ich habe einen Internet-Radiosender. Und der hat eben auch unter anderem einen Instagram-Account und über den wurde dann ein Krypto-Post gemacht. Den habe ich 13 Uhr gelöscht, also 12 Stunden danach. Der Instagram-Account ist jetzt auch nicht wirklich groß, deswegen haben den wahrscheinlich nur wenige Personen gesehen und die haben das wahrscheinlich auch komplett ignoriert, aus gutem Grund. Jetzt bekomme ich aber 15.58 Uhr 2 Mails von Steam. Ich habe Awards für das Verschenken von Steam Points bekommen. Da dachte ich mir, hä, was sind überhaupt Steam Points? Wusste ich zu dem Moment gar nicht. Und diese wurden an ein chinesisches Steam-Profil geschickt, überwiesen, wie auch immer. Habe ich natürlich auch erstmal Passwort geändert und dann auch den Steam-Support kontaktiert. 18.10 Uhr. Habe ich die 2FA bei meinem E-Mail-Postfach aktiviert, weil das war warum auch immer. Und das ist jetzt nicht das Komische. Bei meinem normalen E-Mail-Account war keine 2-Faktor-Authentifizierung drin. Bekomme aber, oben stand eben in rot eine Schrift, jemand hat sich 5-mal vergeblich versucht, auf dem Account anzumelden. Und da frage ich mich, wie ist denn das möglich? Der schafft es, in meine Accounts reinzukommen, wo 2-Faktor drin ist, aber schafft es nicht, in mein E-Mail-Postfach reinzukommen, wo einfach keine 2-Faktor drin ist. Inzwischen ist sie natürlich drin, aber das hat mich dann so wieder ein bisschen gewundert. Auf jeden Fall, nächster Tag, 14. Mai. 1.59 Uhr antwortet Steam, dass das Zurücksetzen des Passworts automatisch dazu geführt hat, dass alle Käufe bzw. auch die Buchung von den Steam Points erstattet wurden. Das ist immer automatisch so anscheinend, von daher auch gar nicht schlecht. An dem Tag ist auch so jetzt nichts mehr passiert, aber am nächsten Tag, und zwar jetzt kommt nämlich, oh, das ist so schön,
4.24 Uhr. Ich frage mich sowieso, was für Zeiten der Typ hat. Ich weiß gar nicht, ob es ein Russe war, ein Chinese. Ich denke mal, es war ein Russe. Übrigens, wo ich hatte den Virus, diese Datei von dem YouTube-Video. Das ist nämlich auch nochmal wichtig zu sagen. Also nicht nur, weil es auf YouTube ist, ist alles safe. 4.24 Uhr bekomme ich eine Mail vom Hacker an meine Business-Mail. Nicht an meine private Mail, sondern an meine Business-Mail. In dieser Mail war ein Screenshot von diesem, von all meinen Monitoren, die beim Doppelklick, was ich am Anfang erzählt habe, da war der Screenshot dabei, wo man gesehen hat, alle meine Monitore, was eben da drauf war, plus eine PDF mit einem, ja, man kann es sagen, Erpresserschreiben. Darin stand, mein System ist infiltriert. Da stand auch die Anfangsbuchstaben von meinem Microsoft-Konto und mehr auch nicht. Deswegen, das war auch wieder so komisch. Anfangsbuchstaben waren drin, beziehungsweise der Anfangsname und mehr auch nicht. Dein System, ich nenne es jetzt mal Teddy, ist infiltriert, stand da halt als Titel der Mail. Ich fasse das mal kurz zusammen. Ich sollte 900 US-Dollar an irgendeinen Krypto-Wallet senden. Sonst gibt er irgendwelche Informationen, die er über mich in meinem System gefunden hat, sonst was irgendwo preis. Zu dem Zeitpunkt war ich auch auf Arbeit, gar nicht daheim, deswegen habe ich es mir auf dem Handy gedownloadet. Screenshot plus PDF. Aber ich dachte mir, in dieser PDF könnte ja theoretisch ja auch nochmal ein Virus enthalten sein, möglicherweise. Deswegen habe ich einen Incognito-Tab geöffnet, auf eine Seite gegangen. Online kann man ja auch PDFs bearbeiten und habe dort drüber eben diese PDF geöffnet. Hab das Ganze geöffnet, dachte mir, oh, blöd gelaufen war. Natürlich hatte ich auch ein kleines Grinsen im Gesicht, weil ich dachte, wahrscheinlich tue ich dem jetzt 900 US-Dollar zahlen. Der hat sie ja wohl nicht mehr alle. Nachmittag habe ich meinen PC ohne Internetkabel gestartet. Um ohne Internet, wenn dieser Hacker, dachte ich mir, noch in meinem System drin sein sollte. Wovon ich hinterher, glaube ich, nicht mehr so ausgehen würde. Da ja angeblich in diesem Erpresserschreiben meinte er, jo, ich kann Tastatur, Kamera etc. alles kontrollieren. Ist aber nie passiert. Null, niente, nada. Heißt, ich habe erstmal ohne Internet den PC gestartet. Habe erstmal, weil, warum ohne Internet? Ohne Internet kann der PC an diesen Hacker halt keine Daten senden, logischerweise. Habe erstmal Bilder, Daten gesichert, jetzt keine Systemdaten, wo Viren drin sein könnte, sondern Bilder, Videodateien, irgendwelche Photoshop-Dateien, womit ich halt meine Thumbnails mache, alles, was ich für YouTube brauche und fertig. Weil am nächsten Tag, am 16. Mai, kam mein neuer PC an, was auch ganz gut ist, weil ich jetzt an einem neuen PC eben unterwegs bin. Habe dort alles neu installiert und halt die Daten rübergezogen, die ich brauche. Den Rest habe ich auf dem alten PC gelassen und diesen dann komplett auf null zurückgesetzt, so dass alles erstmal wie ein neuer PC war. Jetzt sind aber 2 Tage vergangen und 21.10 Uhr habe ich dann versucht, weil zu dem Moment habe ich von Discord nichts mehr gehört. Ich habe ein zweites Ticket aufgemacht. 2 Tage später habe ich dann versucht, weil bei Discord ist nichts passiert. Die haben in meinem ersten Ticket nicht auf meine Fragen geantwortet. Ich habe ein zweites Ticket aufgemacht. Keine Antwort, außer wieder kurz vom Bot, aber mehr auch nicht. Deshalb habe ich 21.10 Uhr versucht, über PayPal direkt das Geld von Discord zurückzubekommen, weil sie eben seit 8 Tagen nicht mehr auf mich zurückgekommen sind. Und eine Rückerstattung habe ich auch nicht gesehen. Inzwischen sind auch diese 101,40 Euro von meinem richtigen Bankkonto runtergegangen. Und ich habe keine Rückbuchung gesehen. Seit 8 Tagen, wo ich das gemeldet hatte. 3 Minuten später lehnt PayPal meine Rückbuchung ab, weil angeblich kein Fremdzugriff erfolgt ist für diese Zahlung. Und jetzt kommt eben das von vorhin zum Einsatz. Denn ich habe ja Tage davor eine E-Mail von PayPal bekommen, dass verdächtige Aktivitäten auf meinem Konto passieren. Bedeutet, jemand war in meinem PayPal-Konto drin. PayPal hat mir das gemeldet, um mir jetzt zu sagen, dass kein Fremdzugriff in meinem PayPal-Konto war. Wo ich mir erstmal gedacht habe, die verarschen mich doch gerade. Und diese Rückbuchung, die dann nicht passiert ist, wurde darauf dann nach 3 Minuten, wo ich diese Rückbuchung beantragt hatte, PayPal hat die dann nach 3 Minuten eben bearbeitet. Und Discord dachte dann, jo, der bucht sein Geld zurück, der verarscht uns gerade. Den sperren wir erstmal den Discord-Account. Die Rückbuchung ist aber gar nicht erfolgt. Bedeutet, ich habe mein Geld aktuell zu diesem Moment
nicht wieder. Und mein Haupt-Discord-Account ist auch noch gesperrt. Das läuft ja super. Und zu meinem Glück ist das Samstagabend passiert. Bedeutet, PayPal hat den Support dicht. Discord, Support, Sonntag auch dicht. Jetzt ist Montag, Feiertag. Ich weiß nicht, ob ich heute noch eine Mail bekomme. Es ist gleich 15 Uhr. Ich gehe irgendwie nicht mehr von aus. Bedeutet, ich bin jetzt schon 2 Tage ohne meinen Discord-Account unterwegs. Ich habe dann eben Packer gebeten, auf dem Creator-DC von Griefer Games Bescheid zu sagen, yo, mein Discord-Account ist aktuell deaktiviert, damit eben das Team Bescheid weiß, yo, der Account ist deaktiviert, der Hacker hat aber keinen Zugriff mehr auf den Account, deshalb mich nirgendwo rausnehmen. Deshalb nochmal danke an Packer, dass er das Ganze weitergeleitet hat. Und das ist aktuell das Ende der Story. Vom Hacker hat man nichts mehr gehört. Die 48 Stunden sind ja auch ausgelaufen. Es ist nichts mehr passiert. Der PC ist sowieso zurückgesetzt. Da kann auch nichts mehr drauf sein. Auf meinen Konten ist ebenfalls nichts passiert. Habe ich ja auch überall Passwort da geändert. 2-Faktor-Authentifizierung angemacht, etc. Aktuell ist jetzt halt noch mein Discord-Account gesperrt. Was aktuell meine größere Sorge ist, abgesehen, okay, wenn jetzt diese 100 Euro weg sind, Hauptsache ich habe meinen Discord-Account wieder. Das ist nämlich gerade aktuell mein größtes Problem. Denn mit diesem Discord-Account ist ja von mir alles verknüpft. Deswegen ganz miese Brise. Aber ansonsten hoffe ich, nächsten Dienstag wird es höchstwahrscheinlich wieder ein normales Griefer Games View geben. Bis dahin sollte ich meinen Discord-Account wieder zurückhaben. Ansonsten lasst gerne eine positive Bewertung aufs Video da. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob euer Discord-Account schon mal deaktiviert wurde. Wie ich es mitbekommen habe, macht da Discord manchmal ein Faxen. Und ansonsten lasst gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.